Ich melde mich heute von der Nestroy Gala, von der Verleihung des österreichischen Theaterpreises. Für herausragende Leistungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Gehört der Vorarlberg eigentlich auch dazu? Ja. Für mich einer der ganz klaren Favoriten, Sebastian Kurz. In der Kategorie beste Opferrolle. Glauben Sie, Sie werden den Preis gewinnen? Nein, ich bin nicht nominiert. Ach so, und Sie kommen trotzdem, ja? Ja. Einfach zu Hause die Heizkosten sparen, ne? Das ist günstiger, ja. Wenn jetzt die Politjets verfilmt werden, welche Rolle würde Sie besonders interessieren? Der Bad Guy. Ja. Wer ist das für Sie speziell? Na ja, gerade haben wir doch einen Spitzenreiter, nicht? Das ist nicht ein Präsident im Hohen Haus? Gibt es auch jemanden, wenn die Jets verfilmt würden, den Sie sicher nicht verkörpern möchten? Ja, ich glaube in Thomas Schmidt. Aha. Ich möchte lieber ein Publikumsliebling werden. Publikumspreis gibt es auch, habe ich mich gewundert. Jetzt werden schon die Leute ausgezeichnet, die noch ins Theater gehen. Ja, das ist doch schön. Ja. Der Oscar geht an den Schuppen. Was muss man denn als Nachwuchsschauspieler heutzutage alles mitbringen, außer eigenes Publikum? Warum kann sich ein Schauspieler so viel Text merken? Jemand hat einmal behauptet, das ist deswegen, weil er sonst nicht viel im Kopf hat. Das kann es ja wohl nicht sein. Doch. Darf ich kurz mal sehen, den Preis? Der ist ja wunderschön eigentlich. Aber so gratis ist Nestor nie gewesen, oder? Keine Ahnung. Naja, was ist Ihr liebstes Nestor-Zitat? Da muss ich passen. Ich gebe Ihnen ein schönes mit. Wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Das ist tatsächlich super. Können Sie vielleicht zwei Sätze sagen über Fred Nestroy? Fred Nestroy. Er heißt Johann, oder? Ah, ja, stimmt. Johann heißt er. Sie sind schon sehr gut vorbereitet. Was hat Fred Nestroy so gemacht in seinem Leben? Die Stücke meinst du? Ja. Ja, vielleicht ganz kurz nur zusammenfassen. Kann ich mich nicht erinnern. Danke. Was halten Sie von der Idee, dass man, um dem Publikumsschwund entgegenzuwirken, einfach als Schauspieler ohne Engagement als Publikum hineinsetzt? Noch einmal die Frage, bitte. Das Gute jetzt zum Beispiel beim Publikumsrückgang ist natürlich, dass man die Publikumsbeschimpfung vom Handke spielen kann, weil es wird sich niemand darüber aufregen. Ne? Obwohl in einem leeren Raum zu stehen und zu schreien, ich kenne das von mir zu Hause. Also ja, ich schreie Wände an, schreie mich an. Das tut auch gut, aber ich glaube, da verlangen Coaches sehr viel Geld dafür. Theater, Theater, nur dir bleibt dir treu. Stimmt es, dass die Schauspielerei eigentlich zu jenen Branchen gehört, die in Österreich die höchste Gastarbeiterquote haben? Was hat Gastarbeiter mit Theater zu tun? Sie meinen, zu viele Piefkes spielen im Wien-Theater? Das haben Sie gesagt. Aber war das Ihr Untertext? Es könnte die Frage sein, ja. Ja. Das tut mir schrecklich leid. Nein, ich finde das wunderbar, das habe ich vergessen dazu zu sagen. Ah ja, das haben Sie tatsächlich vergessen. Das ist mir unangenehm. Dann haben Sie mich missverstanden. Danke herzlich fürs Gespräch.